Ein ganzes Wochenende lang drehte sich im Allgäu alles um Forstmaschinen. Unter dem Motto „Wir zeigen Ihnen Deutschlands größtes Forstprogramm“ präsentierte IFO Forsttechnik jede Menge modernste Technik. Landwirt.com, der Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Es hat schon Tradition. Am ersten Adventwochenende strömten auch dieses Jahr wieder zahlreiche Besucher aus ganz Deutschland und anliegenden Ländern auf das Areal der IFO Forsttechnik in Bad Grönenbach, um die neuesten Maschinen hautnah erleben zu dürfen. Wobei ganz stimmt das nicht. Die eine oder andere Maschine hat doch schon einige Jahrzehnte am Buckel. IFO Forsttechnik hat sich in den letzten 20 Jahren zu einem der größten Anbieter von Forstmaschinen in Deutschland entwickelt. Wesentlich verantwortlich für den Erfolg ist die Kundenorientiertheit und die ständige Anpassung und Erweiterung der Produktpalette. Diese Produkte stehen bei den 21. IFO Forsttagen im Mittelpunkt. Die Maschinen ausgesehen, ist eigentlich das Gesamtprogramm gestartet, weil wir wollen ja für jeden Kunden was Passendes dabei haben. Und da gibt es ältere Maschinen, die schon seit vielen Jahren gut werden, neue Maschinen. Sei es die Trommelsäge, sei es die Bein-X-Gang-Steuerung. Ein Star, der den Maschinen aber zumindest bei den Kleinen die Show stiehlt, ist der Nikolaus. Auch er ließ es sich nicht nehmen, bei den IFO-Forsttagen vorbeizuschauen, um neben der vielen Technik für süße Überraschungen zu sorgen. Highlight für Groß und Klein waren aber sicherlich die zahlreichen Maschinenvorführungen. Heuer erstmals praxisnah zu bestaunen war ein Palms-Forst-Anhänger mit der seit Jahren bewährten Radantriebstechnik, der das 12-Tonnen-Gespann ohne Traktorunterstützung eine Steigung hochschob. Publikumsmagnet war auch der noch leistungsfähigere Hypro-Anbauprozessor 300. Als weitere Premiere wurde die IFO-Klemmzange präsentiert, aufgebaut auf einen Palms-Forstanhänger. Die Seilwinden von Königswieser und die Forsttechnik von Auer rundeten das umfangreiche Angebot ab. Egal ob Klein-, Mittel- oder Profibetrieb. Unter den rund 150 Ausstellungs- und Vorführgeräten war für jeden etwas dabei. Mit der Hacke Pilke 50 Pro 2 mit serienmäßiger Top-Ausstattung beispielsweise lassen sich bis zu 47 cm dicke Stämme verarbeiten. Sehr beliebt bei den Besuchern waren auch die Trommelsägen und Liegenspalter von Kretzer, die Schrägsägen und Holzgreifer von IFO und die Produktpalette von Palms. Zwischen den Vorführungen konnten sich die Gäste bei Schnitzel und Currywurst stärken oder bei der Adventausstellung ein wenig aufwärmen. Live im Freigelände oder doch lieber im Warmen am Simulator war die neue Kranspitzensteuerung von Palms zu testen.